Heute miteinander, ich bin Jasmin. Bevor wir nach Thailand geflogen sind, haben wir davon geträumt, was wir dort essen wollen. Und dieses Menü war das erste Gericht, das wir zu Beginn unserer Thailand-Ferien essen wollten. Es heißt Bami Mu Dang. Ich habe es sehr gerne. Das ist Eiernudelsuppe mit Schweinebraten, Thai-Taschen und Gemüse. Das ist Thai Street Food. Es ist warmes Essen und alle Teller können Sie frisch servieren. Wir bestellen und bekommen sehr schnell. Ein guter Miteinander! Und wenn ich zurück nach Liechtenstein kam, habe ich versucht, dieses Menü selbst zu machen. Mir fehlten nur frische Eiernudeln. Deshalb habe ich versucht, es selbst zu machen. Ich habe viele Experimente gemacht, bis ich das beste Rezept gefunden habe. Deshalb möchte ich euch zeigen. Jeden Chisel hat 500 Gramm Mehl und das ist Flüssigkeit, was wir zusammen mischen. Und ich habe schon alles vorbereitet. Wir müssen das hier mischen, gut kneten. Und bekommen wir so 30 Minuten lassen und dann kann in Maschine. Ja. Und das die Zutaten, was hier ist, ist Eier, Wasser, Salz und ja, gut mischen. Ich kann Rezept schreiben unten. Ja. Man braucht schon ein bisschen Kraft. Ich habe keine Knetmaschine. Ich mache vom Hand. Was man noch braucht, ist Zeit und Lust. Ich mische die Flüssigkeit langsam unter das Mehl. Ich drücke das Mehl in die Beutel, damit sie weniger Luft haben. Dann lasse ich sie 30 Minuten stehen. Jetzt kann ich den Teig in die Nudelmaschine geben. Diese Maschine kann pressen und schneiden. Die Maschine ist klein und braucht nicht so viel Platz in der Küche. So, ich finde, sie ist gut. Ich streue Maisstärke, damit sie nicht zusammenkleben. Sie schauen auch wie Eisstoff. So, schön. Ich kann den Teig schneiden. Jetzt bekomme ich die Nudeln. Das ist meine Nudel. Ich mache weiter. Ich habe schon lang und braun.
Habe blonde Haare. Wenn das Ergebnis gut ist, wird die Nudeln so aussehen. Ich habe sehr viele Nudeln gemacht. Ciao. Es lohnt sich, wenn man einmal großes Aufwand in der Küche hatte. Jetzt muss ich die Nudeln einpacken. Ich streue Maisstärke zu den Nudeln. Dann rolle ich die Nudeln wie ein Vogelnetz. So. Und packe ich es ein. Sehr schön, meine Nudeln. Ich freue mich. Ja. Ein Pack fertig, voll. Wir schauen, wie schwer das ist. Eine Packung Nudeln habe ich 907 Gramm, 9 Portionen und ich schreibe auch das Produktionsdatum. Das sind alle meine Arbeiten. Dieses Pack ist 896 Gramm. Dieses Pack 901 Gramm. Ja, ungefähr gleich. Ach, 900. Neue Kugel. Neue Vogelnetz. Das heißt, neue Portionen. Ja. Jetzt koche ich das Menü wie im Thailand-Stand. Das ist mein Schweinebraten. Ich habe ihn eine Nacht vorher mariniert und sehr dünn geschnitten. Bevor wir die Nudeln kochen, sollten wir die Vogelnester öffnen, damit alle Nudeln überall gekocht werden. Jetzt koche ich 4 Portionen Nudeln auf einmal. In Japan verwenden sie eine Portion für ein Sieb. Ich denke, es ist eine sehr gute Methode, weil wir eine genaue Portion bekommen, aber ich habe nicht viele Siebe. Also mache ich es so, einmal in einem großen Sieb. Das Wasser muss gekocht werden. Und es dauert etwas 3 bis 4 Minuten. Ja. Es geht schnell, weil die Nudeln nicht gefroren ist. Wenn die Nudeln aus dem Tiefkühler kommen, dauern etwas länger, aber weniger als bei kochen trockenen Nudeln. Rausnehmen. Ich mische gerne Knoblauchöl unter die Nudeln. Wenn Sie keine Knoblauch mögen, können Sie diesen Schritt auslassen. Jetzt teile ich die Nudeln in die Schüssel für 4 Portionen. Ich kann nicht so gut austeilen, weil eine Hand die Kamera trägt und ich mit einer Hand arbeite. Jetzt lege ich das Gemüse. Das Gemüse, das ich gerne nehme, ist
ผักช่อยเรามูเซนผักช่อยฟอร์แฮคอกเคนไอฝากไอพามินุเตนอินไฮเซสวาเซเลเกนผักช่อยอิเซลชเนลเกคอเอาซอยาสโปรเซนYes, kom gekochte Eier. Wir können den Fischball wie in Thailand einsetzen, aber ich habe ihn nicht. Und mein Mann liebe Eier. Jetzt kommt Fleisch.Suppe. Es ist eine normale Bouillon-Suppe. Sie können Bouillon-Suppe nach Ihrem Rezept kochen. Ich koche die Suppe aus zwei Knochen und etwas Gewürz und ja, Zwiebel. Ist jetzt serviert bereit. Ich möchte noch ein paar Fotos machen.Before we are eating. Oh. Yo.Wir streuseln gerne Chili-Pulver in die Suppe zum scharf machen. Nicht Gyo, ne? Das ist Gyo. Gyo ist Thai-Tasche. Ich kann nicht mit Stäbchen. Ich muss üben. Und? Aloy. Aloy. Ma! Sehr fein!Ich zeige euch jetzt, wie ihr die Nudeln auf dem Tiefkühler zubereitet. Sie müssen nicht auftauen. Sie können die Nudeln sofort in gekochtes Wasser geben. Verwenden Sie eine Gabel, um die Nudeln zu öffnen. Dann die Nudeln heraussieben und in die Schüssel geben.Ich teile zwei Portionen von meinen Kindern auf. Dann können wir eine weitere Zutaten dazu geben. Schau diese Version mit Fischkugel.Wie ich vorher gesagt habe. Super. Schau, so gut. Selbstgemachte Nudeln haben einen guten Biss.Ein frischer Geschmack mehr auf trockene Nudeln. Wichtig ist, dass das Verhältnis vom Mehl und Flüssigkeit stimmt. 1:45, dann bekommt man leckere Nudeln. Diese Thai-Rezept kann man auch vor dem Sam Chow Mai und Gyoza, aber nur Gyoza hat kein Eier. Ja, ich hoffe, es hilfreich und danke fürs Zuschauen.Und ja, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao! Kapunka!